Buongiorno Skillati! Kleines Video zwischendurch, heute ein Back to Basic. Wir machen eine gelingsichere Bechamel. Für eine perfekte Bechamel muss man einfach die Regel folgen: 100 Gramm Butter, 100 Gramm Mehl, 1 Liter Milch. Ich habe im Kopf als 111. Mr. Cameraman behauptet, das wäre nicht so. Aber egal. Abhängig, wie viel Bechamel ihr haben wollt, einfach nur multiplizieren oder dividieren diese einfachen Mengen. Wir machen heute 1 Liter Milch, also 100, 100, 1 Liter. Als allererstes nehmen wir die Butter und schmelzen ihn. Für das ganze Prozedere muss die Flamme relativ niedrig sein, um zu vermeiden, dass die Bechamel verbrennt oder einsetzt. Daher es ist es ein einfaches Rezept, die aber Geduld braucht. Wenn die Butter geschmolzen ist, kommt einfach das Mehl. Und dann muss man kräftig rühren, um einen schönen Mehlschwitz zu haben. Es ist möglich jetzt sofort mit der Milch anzufangen, aber um es wirklich einen schönen Bechamel zu haben mit einem kräftigeren Geschmack, soll man jetzt ein paar Minuten weiterhin rühren, bis das Ganze ein bisschen Farbe genommen hat. Wenn das Mehlschwitz ein bisschen wie Slime ist und anfängt von alleine von der Seite der Topf sich abzuwenden. Es ist Zeit mit der Milch anzufangen. Erstmal ein klein bisschen umrühren. Und dann noch ein bisschen. Das ist wichtig am Anfang, dass nur ein bisschen ist, damit es keine Klumpen in der Bechamel kommen. Wenn die Bechamel schon ziemlich dickflüssig geworden ist, so wie jetzt, kann man problemlos den Rest von der Milch hinzufügen. Jetzt kommt der langweilige Teil, denn wir müssen die Bechamel immer wieder rühren, bis sie aufkocht und dickflüssig wird. Kommen jetzt noch dazu ein bisschen Salz und etwas frische Muskatnuss. Und dann brauchen wir 20 Minuten ungefähr, das ist schon lange. Es ist besonders wichtig, wirklich den Boden sozusagen zu kratzen, weil da setze ich die Bechamel ab und da kommen die Klümpchen. Und natürlich, es ist eine Milchsoße. Wenn es ein bisschen verbrannt ist, dann könnt ihr das Ganze wegschmeißen, weil das Verbrennen-Geschmack kommt in der ganzen Soße. Also wirklich ein bisschen Energie benutzen. It's the most boring time. It's the most boring time. Of the day.
Wenn die Bechamel diese Konsistenz hat, der ist eine Minute vor fertig sein. Nicht vergessen, die Bechamel wird dickflüssiger, wenn sie abkühlt. Also ihr braucht nicht, dass sie wirklich wie Pudding ist. Das ist genau die richtige Konsistenz und danach wird sie dickflüssig. Ich mache jetzt aus und fertig ist sie. Unser Bechamel ist fertig. Wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, werdet auch nicht verpassen die Rezepte, in denen wir Bechamel benutzen werden. Es kommen ein paar in den nächsten Wochen. Bis dahin. Ciao.